Servus bei Run with the Flow. Wir sind hier am schönen Ammersee, wie man sieht. Ja, was mache ich hier? Natürlich will ich einen Rekord aufstellen. Einmal um den Ammersee, 46 Kilometer. Die Fastest Known Time, FKT, soll heute fallen. Rekord ist 3 Stunden 27 und ich will versuchen, auf jeden Fall unter 3 Stunden zu laufen. Schöner Testlauf für den Wings for Life World Run am 5. Mai und ich habe Bock. Bam! Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder was denkst du, wie wird es laufen heute? Ja, ich habe vor kurzem gerade im Winkel schon einen Trail-Marathon gewonnen, 42 Kilometer. Und heute sind 46, also die Länge ist nicht das Problem, die Pace wahrscheinlich auch nicht. Ja. Eher das Ufer, weil auf der anderen Seite ab Kilometer 11 ist das Ufer, glaube ich, ziemlich ja, mit Schwemmholz zu. Da können Bäume quer liegen, da geht es direkt am Trail, am Wasser entlang. Da muss ich halt mal gucken, wie man da durchkommt. Eventuell wird es dann zum Hindernisparcours. Mal sehen, was passiert. Wäre es möglich, dann daneben irgendwo zu laufen? Oder? Ja, also klar, beim FKT muss die Distanz übereinstimmen. Ein Kilometer weniger zählt natürlich nicht, dann, hat man, ja, dann zählt das nicht als FKT. Aber ja, ich werde schon so deichseln, dass wir auf die 46 Kilometer kommen, 45,98, wie auch immer. Und es laufen Parallelwege dazu. Ich kenne mich halt hier nie aus. Ich habe die Route zwar auf der Uhr, aber ja, vor Ort sieht es dann doch immer wieder anders aus. Von daher wird es da in dem Bereich, mal gucken, schwierig oder auch nicht, hoffentlich. Und ich weiche dann auf einen Parallelweg, der direkt daneben verläuft, halt aus. Top. Ab zum Auto. Ab zum Auto. Aufwärmen. Wenn ich mal ein bisschen andere Faule ist auch neu spannend. Ja, einlaufen fertig. Jacke aus, jetzt wird's heiß. Cheers. Sag vielleicht noch, was ist der Schnitt, den du jetzt anpeilst? Also der Rekordschnitt ist bei 4,30 pro Kilometer, muss man dazu sagen, haben noch nicht so viele Leute gemacht, einmal um Ammersee. Und ja, ich will so 3,54 pro Kilometer ungefähr mal anpeilen. Das wäre dann unter 3 Stunden. Boah, unter dem Viererschnitt ist hart. Für dich nicht. Geht schon. Ready to go. Auf die Plätze. Fertig. Go. Send it. Let's go. Go, 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 go. Yes. Wahrscheinlich viel zu schnell am Anfang. Ja. Läuft. Entspannt. Sehr gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell, aber war ja eh klar. Fühlt sich gut an. Das kann ich auf jeden Fall durchlaufen. Locker. Das Wetter sieht auch drauf aus. Mega nice. Mein Lieblingswetter. Frühling? Ja. Sonne und kühl, kein Wind. Das ist mega. Guckt mal um, wie geil das ist. Yes. So, ich habe noch ein und Cloud Eclipse heute an. Schöner Trainingsschuh. Ist auch gar nicht so schwer mit 267 Gramm bei meiner Größe 42. Welcher Schuh wird es dann beim Wings for Life? Beim Wings for Life World Run auf jeden Fall. Einen schnellen Carbon-Schuh von On. Da wird die Rakete ausgepackt. Ist der jetzt mehr gedämpft oder wie? Ja. Okay. Früher war jeder Schuh unter 300 Gramm ein Lightweight Trainer und das galt schon als sehr leicht. Unter 300 Gramm. Mittlerweile ist zum Beispiel bei On jeder Schuh fast unter 300 Gramm, selbst die normalen Trainingsschuhe. Schon heftig, wie sich das verbessert. Früher war wirklich 280 Gramm war sehr leicht, ja. Schon für einen Trainingsschuh. Da waren die normalen Trainingsschuhe deutlich über 300 Gramm. Ich frage mich nur, wann die Höhenmeter kommen. Auf der ganzen Runde, auf den 46 Kilometer sind knapp 300 Höhenmeter. Hier ist ja Topf eben. Hier geht's fast bergab. Ja. So, jetzt muss ich mal die Pace checken. Ich glaube, ich bin viel zu schnell. Wir haben schon 4 Kilometer. Jetzt ist es nur noch ein Marathon. Ab jetzt ein Marathon. Let's go. 4 Kilometer in 15 Minuten. Das heißt. Ungefähr. Oh ja. Mathematik. 3,45er Pace haben wir drauf. Heftig. Das ist ungefähr Wings for Life World Run Pace. Easy. Hast du das jetzt ausgerechnet oder stand es auf der Uhr? Nee, steht auf der Uhr. Ah, ich dachte, 4 Kilometer in 15 Minuten, ziemlich exakt. Mathe nicht aufgepasst, oder was? Ja. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Natürlich Mathematik, klar. Ja. Am Arsch.
Kunst und Sport. Kunst? Kunst. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, sieht man doch. Ein alter Künstler, sieht man doch. Ja, aber echt. Hinten auf deinem Shirt. Schnorris. Ja. Styler. Gibt's so einen schönen Spruch von Prefontaine. Ja. Kennst du den? Nee, hau raus. It's more than just a race. It's style. It's, yeah. It's doing something better than anyone else. It's being creative. Nice. Steht auch auf meinem Arm drauf. Hat nur noch nie jemand gecheckt oder nachgefragt. Ich kann ja nachher mal nachfragen. Aber das zeichnet dich auch voll aus, der Style. Das ist eine geile Strecke hier. Wenn hier kein Wind ist wie jetzt, kannst du ballern. Ja, FKTs gibt's supported und unsupported. Wie man sieht, ich laufe hier zwar alleine rum, hab Gels im Sack und so, aber Getränke besorge ich mir bei meinem Begleiter und von daher ist das quasi jetzt hier ein supported FKT. Ja, stimmt. Außerdem, ja. Supported dich, go flow, let's go, hard. Schneller, Simon, supported. Eigentlich wollte ich es auch unsupported machen, aber ist ja wurscht. Ist ein schöner Trainingslauf. Und ich habe einen Herzfrequenzgurt an, um das Training heute detailliert zu kontrollieren, wie ich das natürlich immer mache. Yes. Und will ich nachher mal auswerten, wie das Ganze so von der Herzfrequenz aussieht. Von daher trage ich meinen Brustgurt und ist auch immer ein bisschen cooler, wenn man jemand dabei hat. Dann ist es nicht so langweilig wie allein. Und schneller vorbei auch. Es motiviert halt einfach. Voll. Und immer geil, jemand dabei zu haben. Und dann läuft es einfach viel runder. So hat man jemand ein bisschen zu quatschen und so. Yes, sir. Ja, jetzt gibt's Trinken. Trinken. Jawohl! Hey, Junge! Hey! Da vorne steht er wieder. Aber stark, wie du mitkommst. Das geil. Ohne Laufschuhe. Ja, sicher. Falsche Laufschuhe. Ohne Dämpfung. Schön direkt. Na, ich laufe in 3 Wochen laufe ich einen Wien-Marathon. Aber auch mehr oder weniger als schneller Trainingslauf. Und dann voller Vogel so Wings for Life. Danke dir, ne? Ciao, servus. Ciao. Ciao. Danke. Danke euch. Danke euch. Ciao. Wir waren cool drauf. Geile Aktion. Schöne Jeans und irgendwelchen Straßenlatschen. Mega. Das feiere ich. Voll. Das gibt richtig Motivation. Yes. Hier gehen wir runter an den See. Ja, was sagt der Schnitt? Bist du noch im Game? Sehr schnell, ja. Stark. Vorne ein bisschen langsamer am Trail, klar. Aber ja, insgesamt passt's. Insgesamt sehr gut, schon 3 Minuten schneller oder so. Wunderbar. Danke! Geile Wohnlage, oder? Die Jungs wohnen direkt am See. Alter, geil. Ich glaube, da müssen wir die Beziehung pflegen. Ja, Grillparty am See. Bin ich dabei. Mit Berge. Fett. Hast du nochmal die Flasche, bitte? Ja. Flo, kleine Challenge jetzt. Ich schmeiß die Flasche und du fängst sie, okay? Okay. Schaff mal. Ja. Let's go. Och, Alter! Oh! Shit. Ready? Ja. Yes! Danach geht's wieder um den Trail. Oh no. Auf geht's, Flo! Let's go! Eigentlich geht's unten lang. Lass mal gucken. Ah ne, ist scheiße. Nochmal hoch. Hoffen wir, dass der Weg jetzt so aussieht wie der erste Trail, leichter. 62 Meter geht's links. Vorne ist Ziel schon. Letzte 400 Meter. Let's go!
Barflow. Puls oben. Ja, jetzt kurz 180. Wir waren ein bisschen lang. Yes! Glückwunsch. 2,58. Ne. Okay, ich habe gedacht, ich wäre schneller. Ey, ist Hammer. Na, ich habe mich halt... Du hast dich auch verlaufen? Zweimal verlaufen knapp. Ich auch. Ein Weg, der Track war auf der Uhr und da ging ein Weg rechts ab und ich bin halt den ersten rechts ab und hätte müssen den zweiten. Und das zweimal, ja gut, das sind 2 Minuten verschenkt vielleicht, aber ist egal. Ich habe ganz viele Kilometer verfahren. Ey, ich zieh das mal rein, das war mehr Trail als sonst was, ey. Zieh das mal rein hier. Wow. Ich hatte auch keinen Trailschuh an, war teilweise schon schlammig. 58, na gut, dann bin ich eigentlich genau das gelaufen, was ich geplant hatte. Bisschen schneller. Trotz Umwege. Ja, es war jetzt halt, die 2,58, was ich gelaufen bin, waren jetzt halt für, ich muss mal gerade gucken, das war jetzt halt ein bisschen länger, ne? Laut FKT 95,98 Kilometer. Ich hatte jetzt, muss man mal gucken, wie viel es mehr war, weiß ich gar nicht, aber... Na gut, es war ein Kilometer halt auch mehr, ne? Ja, knapp krass. Fast ein Kilometer mehr. Das heißt, ja gut, das sind halt 4 Minuten schneller, das sind halt die 4 Minuten, ja gut. 15,7 im Schnitt km/h. 3,50, ja. Also unter 4 auf jeden Fall. Ja, weit unter 4. Stark. Also was heißt weit unter 4? 15,5 km/h war mein Weltrekordtempo, 100 km Laufband. Das ist ja. 3,52 bei 15,5 km/h. Das heißt, 15,7 ist 3,50. Mega. Ja, war in Ordnung, würde ich sagen. Stark. Gut ab, Flo. Glückwunsch. Ja, easy. So, war sehr geil, hat Bock gemacht, mega Wetter, wie man sieht. Neuer FKT, 2 Stunden 58, wobei ich 700 Meter mehr gelaufen bin. Also es war eigentlich 2,55 plus, wie gesagt, ein bisschen verlaufen. Wäre wahrscheinlich 2,54 geworden, aber ist ja egal. Hat Bock gemacht, schöner Trainingslauf, 3,50er Pace, rumgepaced. Mega. Es war mehr Trail als gedacht, wie man sieht. Leider habe ich da meinen Kameramann verloren. Also die letzten 10, 15 Kilometer haben wir leider nicht mehr drauf. Ja, sorry, dass wir uns verloren haben. Ja, ich war halt aber einfach... den letzten Kilometer haben wir noch, zum Glück. Ich bin über den Trail geflogen. Nee, Quatsch, nee. Da habe ich gechillt, aber es war schwer zu laufen teilweise. Echt krass und sehr matschig. Von daher, ja, keine Ahnung, wie kriege ich jetzt die Schuhe nochmal sauber? Wow! Noch ein bisschen Lauf-ABC würde ich jedem empfehlen. Das mache ich jeden Tag 2 Stunden lang. Flo hat immer noch Power. Noch ein bisschen auslaufen hier. So, für all diejenigen, die mich hassen, weil ich nie Eisbaden gehe. Ich wollte es nur sagen, ich habe schon mal ein paar so Hindernisläufe mit Schwimmhindernissen gewonnen. Also, nicht in die Hose machen, einfach reingehen, wenn man Bock hat. Aber meistens stehe ich mehr auf Whirlpool, Jacuzzi, so, weißt du. Halbwegs sauber. Geh mal heim. Yo, danke fürs Zuschauen. War cooler Tag heute auf jeden Fall. Schöne 3 Stunden knapp gelaufen, ein bisschen schneller. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nochmal ein. Das nächste Mal kommt wieder sowas in der Art. Also ich werde noch 1 oder 2 mehr sehen umrunden. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock aufs nächste Video. Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Run with Flow. Ich kann auch noch, falls du es nicht leer kriegst. Nee. Schaffst du. Nur nicht verlaufen. Ah, ne, ist scheiße. Zum Glück habe ich meine Uhr, sonst würde ich mich verlaufen. 2 Mal verlaufen knapp.